Hallöchen Leute, willkommen zurück zu The Last of Us. Letztes Mal haben wir unseren ersten Boss gelegt und nun geht's weiter. Hier lang! Okay, Moment, was ist in der anderen Richtung? Alter! Alter, lass mich in Ruhe! Oh Gott. Okay, das kommt davon, wenn man hier zu lang wartet. Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leiche. Lauf weiter, ich bin hinter dir. Ja, oh Gott. Leute, lass mich auch mal hoch. Ist das so vom Spiel gewollt, dass die mich jetzt plötzlich jagen? Die anderen wirken ein bisschen entspannter als, als die Situation. Oh mein Gott. Schnell hoch. Oh mein Gott. Ein ins Haus, los. Halleluja, ey. Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann lass sich den Job... Tess da raus! Ganz das hat nicht mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch mir! Okay, nice. Ein bisschen was für Power-Ups. Und sonstige Vorräte. Gute Idee. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Ich lasse es dich wissen. Okay, Franks Nachricht. Ja, Bill tut einem da natürlich schon ein bisschen leid, ne? Das ist schon ein ziemlicher Draufgänger, aber naja. Ach, Bill. Ich bezweifle, dass du diese Nachricht hier finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, solltest du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht, der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Okay, gut. Die Nachricht zeigen wir Bill wohl eher nicht. Oh je. Das könnte natürlich nur ironisch gemeint sein, aber andererseits...
Da habe ich irgendwie nicht so viel Ironie rauslesen können. Na gut, das war natürlich schon mit einem, könnte man als derben Humor interpretieren. Ach, ich weiß nicht. Trotzdem. Wir sollten Bill trotzdem nochmal eine Pause gönnen. Gut, in der Zwischenzeit stelle ich einen Molotow-Cocktail her und, vielleicht noch ein Messer. Gut, gehen wir weiter. Moment, habe ich Munition für die Pistole? Da kann ich auch nochmal kurz nachladen. Nope. Bereit. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Danke. Jawohl, bereit. Okay, Bill, dann los. Okay, hoffentlich funktioniert das ohne Störung. Okay, leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß, ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal, versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas. Gib Gas. Super. Hey, ganz toll, Kleine. Oh nein. Leute, die andere Seite links. Oh Mist. Oh, verdammt. Hier drüben! Hilfe! Okay, das war's. Zurück zum Truck. Okay, ein Messer verschwindet. Ja, immerhin 4 Schuss für den Revolver zurückbekommen. Okay, weiter. Wir können später nachladen. Wir sind zu langsam. Ja, wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben ihn auf die Kuppe. Hey, am Haus vorbei, rechte Seite. Oh nein. Na los, wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Wow, was ist das denn? Geil! Na komm, Waffel. Hast mir den Tag versaut. Das weißt du, Joel. Die andere Seite, links! Oh mein Gott, das war knapp. Come on. Kommt schon, Leute. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Peter? Ja, und die Infizierten hören das auch. Wir müssen in den Park. Nein. Joel, lass es. Wir müssen hier weg. Pass auf. Los! Gib Gas! Puh. Okay, das reicht! Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Ich muss zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill,
Wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du in Champis? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Dann komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Schau. Sag's dir. Verdammt nochmal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch. Los, gehen wir. Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Alter, was für kranke Typen, ey.
halt deine Flaggen! Komm, Mister! Komm her, Kumpel. Na, ihr wart doch so mutig. Okay, da kommt wirklich einer über die Flanke gerade. Mist. Hey, geh außen rum! Du Mistkerl! Okay, das war hart. Auf den Bus! Ja, sollen die ruhig auf dem Bus sein? Oh Mann! Okay, ich wünschte, ich hätte noch Pistolenmunition. Okay, kann ich im Moment durchschnau... Ja. Ja, Moment. Oh Mann, du, ich hab da... Weiter, helf dir irgendwo. Wir schauen drinnen nach. Du. Jawohl. Sag was, Mann. Ach du Scheiße. Jo. Schon ziemlich blöd, ne, wenn man Gewalt selbst mal abbekommt. Hey, verteilt euch! Ist der nicht allein? Achso, nee, das ist noch ein zweiter. Okay, cool. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ist das wirklich der Letzte? Verdammt, verdammt, verdammt! Wo zum Teufel ist er? Wo ist der Typ? Tja. Okay, Leute. Auf der Suche nach Vorräten. Oh, wir haben keine Gesundheit verloren. Ich glaube, das war der Letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Seh dich um und such nach was Nützlichem. Zu Befehl. Ich fand die Cutscene gerade übrigens sehr lustig, insbesondere mit dem Magazin und Allys Reaktion darauf war sehr, sehr gut. Ja, das verrät auch so ein bisschen was über Bill und vielleicht, dass dieser andere Typ und Bill, dass die halt nicht nur befreundet waren. Wer weiß. Könnte halt eine Implikation sein in der Form. Es muss einen besseren Ausweg geben. Ja, Joel, wir schauen uns erstmal nach Vorräten um. Ja, wenn die Katzin übrigens gerade hier und da mal sehr viel leiser ist, ich werde entweder vielleicht im Schnitt mal ein bisschen was versuchen oder aber ich muss vielleicht die Musik entfernen oder so. Siehst du was? Damit da bloß keine Sperre oder so kommt, falls es copyright-geschützte Musik ist, die auch noch, ja gut, das, da muss man kurz das erklären. Wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Da muss man kurz erklären, wie das bei YouTube ist. Es gibt Musik, da kannst du lediglich das Video nicht monetarisieren. Gut, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber es gibt auch Musik, da kannst du nicht mal mehr das Video zum einen
in bestimmten Regionen abspielen und teilweise werden sie weltweit gesperrt. Und zwar dann auf bestimmten Geräten, was ich halt auch total strange finde. Heißt, du kannst es eigentlich nur noch auf dem PC richtig abspielen. Auf dem Handy oder so geht nix. Hey, lass mich durch. So. Jetzt versucht sie wieder zu pfeifen, oder was? Ey, ich finde die beiden echt sympathisch. Also insbesondere Ellie ist halt echt sehr, sehr cool gemacht. Überhaupt kein nerviges Kind. Ja, ich weiß, wir müssen hier durch. Die ist einfach echt cool. Na los! Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuhebeln. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Da. Nice, Werkzeugstufe 2. Moment, was heißt denn Werkzeugstufe? Heißt das, ich... Oh mein Gott. Alter. Heißt das, ich muss die nur einmal erreichen, oder... Muss ich für jedes quasi so einen Werkzeugkasten verwenden, für jedes Upgrade? Schuhe viermal, Jacke, sonstige Kleidung, Reifen. Okay, das ist... Nichts, alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Das Huhn? Stimmt, die beiden haben auch seit Ewigkeit nichts gegessen, oder? Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Oh, eine Rauchbombe. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Ja, gut, da muss man auch wieder sagen, es ist wieder fast schlimmer, in so einer postapokalyptischen Welt gegen Menschen zu kämpfen, als gegen die Monster zu kämpfen. Ich glaube, Bill hat da was ganz Gutes zu gesagt. Er meinte, ja, wir wissen ja, was die... Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Das denke ich mir gerade auch. Und, oh. Bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Ja, Bill hat was Gutes gesagt, um das nochmal kurz zu Ende zu bringen. Nämlich, man weiß, was die Monster will, aber was die Menschen wollen, weiß man halt nicht so recht. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Okay, mir gefällt dieser atmosphärische Sound gar nicht. Ey, nice! Medikits verbessert. Gut, wobei in Sachen Gesundheit hatte ich eh bis jetzt noch nicht so die großen Probleme. Natürlich spiele ich das Spiel jetzt auch nicht auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Da möchte ich mich jetzt nicht mega krass loben oder so. Aber trotzdem, ich bin halt sehr umsichtig, was das angeht. Oh, Moment. Hier geht's wieder raus und hier.
Vorräte. Oh, cool, eine Karte. Hinterhaltkarte. Okay, Moment. Okay, was haben wir hier? Oh, Moment. Da fährt der Bus rein. Das heißt, okay, da waren wir eben. Wir befinden uns im Prinzip... Ja gut, einfach, einfach nördlich so ein bisschen davon. Nordwestlich so, oder? Okay, wir haben eine Werkbank. Cool. Die Chance gerade mal nutzen und schauen, was wir in Sachen Waffenverbesserung noch alles drin haben. Ah, Level 2 von 5. Okay, gut, da steht auch Level 3, Level 4. Gut, ich dachte, dass man 3 oder 4 von diesen Dingens bräuchte. Okay, cool, was machen wir jetzt? Eventuell ein zweites Waffenhalfter für die Pistolen. Das fände ich eigentlich ganz geil. Es kostet halt 75, das ist eine Menge. Gut, ansonsten sollte ich mich wahrscheinlich auf ein oder zwei Waffen fokussieren erstmal. Okay, hier können wir die Reichweite oder die Zielgeschwindigkeit erhöhen. Ich muss sagen, vom Bogen bin ich aber ein bisschen unterwältigt bisher. Oh Gott, was machen wir denn? Bei der Schrotflinte, ich mache mal die Kapazität höher. Ja komm, Rückstoß bei einer Schrotflinte ist eigentlich sowas von easy. Nachladetempo ist eigentlich auch nicht so. Schussfolge, ja, geht eigentlich auch voll. Ich mache mal insbesondere die Magazinkapazität hoch. Es ist vielleicht ein bisschen lame, auf die Pistole zu gehen. Das ist nicht schlecht. Aber ich gehe trotzdem auf die Pistole. Ich fühle mich halt mit der sehr sicher. Wir haben halt 10 Schuss da drin. Und je mehr Schuss natürlich, desto besser. Okay, die große Millionenfrage. Ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Oh je. Egal. Wir müssen weiter. Ja, die große Millionenfrage ist, ob wir hier auch Klickern und Runnern begegnen werden oder nur den Huntern. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier. Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Okay. Also ich muss sagen, mit fortlaufender Dauer, so die zwei, drei Kleinigkeiten, die mir am Anfang aufgefallen waren, die fallen überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Und mittlerweile ist mir das Spiel echt sympathisch geworden. Ja, insbesondere die Charakterzeichnung. Und man muss auch sagen, wie die beiden miteinander umgehen, das ist halt super. Man merkt halt einfach, Joel hatte schon mal Kinder und weiß auch, wie man als Vater mit Kindern umgeht. So ein bisschen. Natürlich ist er da ein bisschen herrisch, klar, weil er hat halt auch seine Tochter verloren. Er möchte jetzt nicht nochmal jemanden verlieren. Jawohl. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Aber er spricht sie zum Beispiel mit ihrem Namen an. Im Gegensatz zu Kratos, der Atreus einfach nur Junge genannt hat in God of War. Ja, da finde ich das schon sehr sympathisch, wie die beiden miteinander umspringen. So, kann ich hier mal kurz rein und nach Vorräten schauen? Vorräte ist ein so viel... Wow. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Ja, nice. Oh, siehst du schon? Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Oh je, sollten wir da wirklich rein? Das sieht nach einer Sicherheitszone aus und wir wissen ja, was mit Ellie ist. Und wir wissen haargenau, dass... Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung!
Ellie, runter! Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treffe dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Goldlachspelze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Knapp ihn! Hey, hier draußen rum! Dankeschön. Hey, cool! Seit wann macht sie denn sowas? Herr Gotcho! Volle Deckung! Yo! Du bist... Da ist einer! Hey! Mann! Okay, ganz kurz. Wir haben massig Alkohol, denn man sollte in der Zombie-Apokalypse nicht unbedingt trinken. Das ist nicht so gut. Eieiei, dass die auch Molotow-Cocktails werfen. Huiuiui. Ja, und dass Ellie eine Munition zuwirft, habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ja, also ich muss schon sagen, nach so anfänglicher Skepsis hier und da, auch dass die Gegnertypen ein bisschen undurchschaubar waren, es ist schon sehr, sehr cool. Hat eine verdammt dichte Atmosphäre. Ja, kann man sich tatsächlich auf Teil 2 freuen, wenn es dann irgendwann mal kommt. Aber besser ist, lässt lange auf sich warten, als dass es dann sofort erscheint und mega verbuggt ist. Hey, auf den Bus rauf. Jojo, ich habe mich nur ein bisschen umgeschaut, Ellie. Und ich schaue mich noch weiter um. Nee, die ist genauso stark wie unsere Waffe. Nice, Riegel. Okay, machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen. Hä? Warum hat sie... Ich hätte gern Joels Reaktion darauf erlebt. Gut, Leute, an der Stelle würde ich aber sagen, machen wir mal kurz Halt. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wir schaffen das. Ja, hoffen wir's. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Ja. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr dabei wart und haut rein.